Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu einem ganz wunderbaren Buch. So viel kann ich euch vorab schon mal verraten. Und zwar geht es um Beauty and Desire, verboten sinnlich von Tessa Bailey aus dem KISS Verlag. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen und ich habe mich so sehr darüber gefreut, weil ich habe ja schon mit euch über Band 1 gesprochen und ich mochte Band 1 ja wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe mich auch selber Band 2 gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war Band 2 am Anfang so ein bisschen unscheinbar, weil ich, man hat zwar den Protagonisten schon in Band 1 kennengelernt, nur ich finde, er war sehr unscheinbar. Also man hat nicht wirklich viel von ihm gelesen. Und das, was man von ihm gelesen hat, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so mega neugierig gemacht. Ich war zwar aufgrund seiner Geschichte neugierig, auf seine eigene Geschichte, aber es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh wow, das will ich unbedingt lesen. Aber natürlich wollte ich unbedingt diese Reihe weiterführen und ich muss sagen, Jack ist so toll. Also Jack ist unser männlicher Protagonist hier. Ich fand ihn so unglaublich, aber bevor wir von ihm schwärmen, spulen wir erstmal einen Gang zurück und ich erzähle euch, worum es in dieser Geschichte überhaupt geht. Es geht um Jack und ja, Jack ist auch auf dieser Polizeiakademie, nur im Gegensatz zu Charlie möchte er nicht unbedingt Polizist werden oder was auch immer. Er verfolgt einen speziellen Grund mit dieser Ausbildung auf der Polizeiakademie, den ich euch jetzt nicht verraten werde, weil ihr den alleine herausfinden müsst. Auf jeden Fall trifft er eines Abends, ja, und Jack ist eigentlich, er verbringt so seine Nachmittage und seine Freizeit, ja, irgendwelche Erinnerungen in Alkohol und Sex und was weiß ich was zu ertränken. Ja, und eines Tages begegnet er dann unserer weiblichen Hauptprotagonistin Katie. Und ja, Katie ist auch aus bestimmten Gründen in der Stadt und die beiden begegnen sich und es ist eigentlich so ein ganz belangloses Gespräch. Und dann kommt eins zum anderen und die beiden verbringen halt, ich glaube es ist der Abend, die verbringen glaube ich den Abend miteinander. Und am Ende des Abends, ja, endet das Ganze in einem sehr leidenschaftlichen und schönen Kuss. Und ja, am nächsten Tag treffen sie sich in der Polizeiakademie wieder, weil Katie quasi, ja, wie sagt man das, sie ist so seine neue Ausbilderin oder was auch immer. Und ja, das wirft einiges durcheinander und natürlich dürfen die beiden dann erstmal sich nicht mehr nähern, beziehungsweise Katie ist der Meinung, dass sie das auf gar keinen Fall können, weil hallo Ausbilderinnen und Ausbilder, das verstößt total gegen die Regeln und das geht natürlich gar nicht. Und ja, natürlich kommen die beiden sich näher und die Geschichte ist so toll, ich liebe sie. Also zuerst muss ich sagen, finde ich Jack unglaublich, ich finde diesen Kerl so toll. Er hat seine Problemchen, ja. Sie sind auch nicht gerade klein, auch ja, aber ich finde es nicht unbedingt gut, wie er damit umgeht, da kann man drüber streiten, aber ich fand es so toll, wie er mit Katie umgegangen ist und einfach, ich fand ihn einfach toll. Alles, was er gesagt hat, war toll. Er war so, ich glaube, er könnte auf meine Book-Boyfriend-Liste tatsächlich kommen. Er ist auf jeden Fall ein ganz heißer Anwärter dafür. Ich fand ihn unglaublich. Ich mochte Jack so gerne. Ich kann es nicht beschreiben. Es war einfach so, ja, so Liebe auf den ersten, keine Ahnung was. Ich war einfach hin und weg von ihm. Und ich konnte hinterher alles verstehen, was er getan hat. Also jetzt nicht diese Vergangenheitssachen, ne? Aber alles, was er zu Katie gesagt hat und so, und zwar so toll. Und er hat sie einfach auch in allem unterstützt, was noch toller war. Er hat so nie versucht, sie zu ändern. Er war immer auf ihrer Seite und das ist so, so toll. Und ich muss sagen, ich mag auch Katie richtig gerne. Katie ist halt so, ja, eine kleine Verrückte, aber so in ihrem Wesen ist sie trotzdem ein bisschen unsicher, auch wenn sie das nicht unbedingt immer zeigt. Manchmal schon, manchmal nicht. Sie ist einfach auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Sie möchte die Menschen um sich herum zufrieden machen, auch wenn sie dann sich mal lieber deswegen außer Acht lässt. Und ja, ich muss sagen, Jack und Katie, die passen für mich zusammen wie Arsch auf Eimer oder wie man sagt, oder wie der Topf zum Deckel oder was auch immer. Die beiden passen für mich so, so gut zusammen und ich habe dieses Buch wirklich richtig dolle geliebt. Also vom Schreibstil mal abgesehen, der Schreibstil ist super flüssig und locker. Wir lesen auch hier wieder aus den Sichten beider Protagonisten, was ich sehr gut mochte, was ich sehr gerne mochte. Das
hat mir sehr gut gefallen in dem Buch. Das mochte ich schon in Band 1 sehr gerne und hier in Band 2 mochte ich es auch sehr gerne, weil ich natürlich mehr von Jack erfahren konnte wahrscheinlich. Auch die Nebencharaktere werden wieder gut mit in die Geschichte eingeflochten. Natürlich kriegen wir schon so ein bisschen eine Voraussicht auf den nächsten Band, auf den ich mich persönlich auch unglaublich freue. Und ja, es war einfach, es war wundervoll. Auch das ganze Setting fand ich richtig cool und ja, es hat mich einfach komplett unterhalten, komplett mitgerissen und ich war einfach in der Geschichte drin. Ich habe das so richtig gelebt und es war einfach so, ja, es war einfach schön. Ich mochte es richtig gerne. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt und das ist auch für mich ein 5-Sterne-Buch, einfach weil ich mich so wohl gefühlt habe, weil ich die Charaktere von vorne bis hinten mochte und sie verstehen konnte und die ganze Zeit mitgefiebert habe. Und mein Herz ist gebrochen, als das ihre gebrochen ist. Und es ist auch wieder geheilt, als ihres geheilt ist. Und es war einfach unglaublich. Also wirklich, ich kann euch diese Reihe empfehlen. Ich schließe die KISS-Bücher immer mehr in mein Herz. Ich liebe ja auch schon die Prince of Passion-Reihe. Und ich glaube, die hier, die sind auch, also was heißt ich glaube, die hier sind auch echt super. Und die gehören auch echt daneben auf den Podest, weil sie sind echt wundervoll, diese Bücher. Sie sind so toll und sie sind so leicht geschrieben. Es ist natürlich auch eine bestimmte Sexiness vorhanden, was ich auch sehr gerne mag. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Es ist aber trotzdem hot und ich mag es. Ich mag es richtig gerne und ich kann euch diese Reihe nur empfehlen. Ende März kommt schon Band 3 und ich freue mich so, beziehungsweise ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, weil es dann vorbei ist. Deswegen bin ich wirklich traurig, aber ansonsten freue ich mich super auf den dritten Band. Und ja, das soll meine kurze, knackige Rezension gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Bücher kennt oder ob ihr sie lesen möchtet. Die müsst ihr unbedingt lesen. Das heißt, ihr müsst aber, es ist so eine tolle Geschichte. Kann ich übrigens auch für New Adult Einsteiger super empfehlen und ans Herz legen. Richtig toll. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns immer im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat die kurze Rezension gefallen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.